zu einem sportlich eleganten Abend in der Glashalle der Neuen Messe lud der Stadtsportbund Leipzig. Zahlreiche Athleten und Trainer, Vereinsarbeiter und Vertreter aus Politik und Wirtschaft folgten der Einladung zum 22. Leipziger Ball des Sports. Im Mittelpunkt stand die Auszeichnung verdienstvoller ehrenamtlicher Sportfunktionäre und die Wahl der Sportler des Jahres. Uns auch gelingt in Zukunft weiterhin junge Leute für den Sport, für die ehrenamtliche Tätigkeit zu gewinnen. Man muss ja sagen, das ist ja nicht nur das eine, dass sie sich um Kinder und Jugendliche kümmern. Das andere ist, sie übernehmen ja einen großen Teil auch an kommunalen Aufgaben. Die pflegen Sporteinrichtungen, die in kommunalem Eigentum sind. Und diese Kraft, diese Finanzkraft hat eigentlich die Kommune im Moment gar nicht. Und da ist es eigentlich so, das muss man würdigen. Deswegen ist heute diese Veranstaltung auch hier. Aber das muss natürlich auch von der Politik anerkannt werden. Man muss natürlich auch sagen, und das hat nicht immer nur etwas mit Geld zu tun, schon auch mit Geld. Aber man muss natürlich auch eine Anerkennung machen. Und deswegen ist es auch heute hier so ein Abend, wo verdiente Ehrenamtliche ausgezeichnet werden. Die originellen Showeinlagen der Atlas Dancer aus Leipzig und das abwechslungsreiche Programm des Ballabends präsentierten gut die sportliche und kulturelle Vielfalt der Stadt. Leipzig ist wirklich so vielfältig von der Geschichte, von der Bedeutung her, dass ich sage, jedes Attribut greift zu kurz. Und wir sollten sagen, Leipzig ist so unverwechselbar, einzigartig. Das muss ich selbst erklären. Und dazu gehört der Sport, dazu gehört die Musik, dazu gehört die Kunst und das Buch und die Messe und die Universität. Alles. Eine schwungvolle Tanzrunde leitete zum Höhepunkt des Abends über. Olympiasiegerin Cindy Thiele und Leipzig-Marathonsieger Jakob Stiller wurden als Sportler des Jahres gekürt. Die Damen des HC Leipzig konnten die begehrte Auszeichnung als beste Mannschaft entgegennehmen. Danach boten sich den Gästen noch der Augenschmaus des Showprogramms und die kulinarischen Highlights am Buffet. Auf die nächste Auflage des Sportlerballs darf man gespannt sein.